Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Paladins TV im Jahr 2018. Das Warten hat ein Ende. Nach 20 Jahren Bundesliga-Abstinenz beginnt die erste GFL 2-Saison der Solingen Paladins. 1500 Zuschauer kamen bei bestem Wetter in die Jahrkampfbahn, um die Lübeck Cougars als Gäste im ersten Spiel zu begrüßen. Und gleich im Eröffnungskickoff spürten die Paladins, was GFL 2 bedeutet. Die Cougars returnen den Ball bis weit in die Solinger Hälfte. Nur Martin Pinter verhindert den Touchdown. In der Red Zone konnten die Paladins jedoch ihre Nervosität abstellen. Der Incomplete Pass bringt die Cougars in den vierten Versuch. Und so verbleiben die Cougars mit 3 Punkten und dem Field Goal von Julian Dorndorf. 3:0 für die Cougars. Anschließend setzen die Paladins erstmal auf das Rezept aus dem letzten Jahr. Daniel Rennig fand die Lücken in der Lübecker Defense und marschierte über den Platz. Doch die Belohnung dafür gab es zunächst nicht. Mehrmals wurden die Drives der Solinger durch Ballverluste beendet. Und so langsam kam der Angriff der Lübecker in Fahrt. Quarterback Tyler Watkins findet Julian Dorndorf mit dem tiefen Pass und dem First Down in der Red Zone der Paladins. Doch auch in dieser denkbar ungünstigen Situation verhindert die Defense den Touchdown und stoppt die Lübecker im dritten Versuch. Also muss ein weiteres Mal Julian Dorndorf für 3 Punkte sorgen, 6:0 für die Cougars. Der folgende Return sollte die Stimmung in der Jahrkampfbahn dann wirklich entfachen. RJ Long empfängt den Return und läuft den Lübecker Verteidigern durch die Mitte davon. Der Ausgleich war geglückt. 6:6 steht es nun in diesem hart umkämpften Match. Was folgte, war ein Kampf um Feldposition, in der die Special Teams beider Teams ein entscheidender Faktor waren. Zwar konnten die Paladins über den Lauf den Ball bewegen, jedoch in entscheidendem Moment nicht die wichtigen Third Downs konvertieren. Was an diesem Tag jedoch funktionierte, war der Pass Rush. Rashad Lighty, Prince Bafou und Gino Wehling machten dem Quarterback das Leben schwer und sorgten mit dem Sack für die Halbzeitpause. Im dritten Viertel konnten die Paladins wieder den Ball bewegen und marschierten mit Runningbacks Daniel Rennig, Marvin Leimküller und Patrick Pötsch über den Platz. Und dann konnte auch der aus dem letzten Jahr noch punkteverwöhnte Daniel Rennig seinen ersten Touchdown erzielen. Erstmalig gehen die Paladins in Führung, 12:6 für Solingen. Nach einem weiteren Schlagabtausch sollte ein weiterer Punt den Solinger Angriff in eine schwierige Lage bringen. An der 1-Yard-Linie mit dem Rücken zur Endzone mussten die Paladins starten. Und so passierte das, was nicht passieren durfte. Patrick Pötsch wird in der eigenen Endzone getackelt, Safety und damit nur noch 12:8 für Solingen. Den anschließenden Drive nutzten die Cougars und ihr bis dahin nicht vorhandenes Laufspiel für den Führungstouchdown. 15:12 für Lübeck. Langsam aber sicher wurde die Zeit im vierten Viertel zum Faktor und die Paladins bewegten den Ball in der Luft. Danny Farley findet RJ Long für das First Down. Nur noch wenige Minuten zu spielen und im vierten Versuch. Die Paladins standen mit dem Rücken zur Wand. Doch auch hier findet Danny Farley Landsmann RJ Long für den späten Führungstouchdown und damit eine komfortable Ausgangssituation für die Paladins. Doch eine Chance hatten die Cougars noch. In einem Drive gespickt mit dummen Fehlern, Flaggen und verpassten Tacklings schaffen es die Cougars mit dem tiefen Pass eine Minute vor Schluss den Führungstouchdown zu erzielen. 22:18 für Lübeck. Die letzte Möglichkeit für die Paladins war nun die Hail Mary. 3 Sekunden vor Schluss und im vierten Versuch. Farley wirft den Ball, jedoch kann sich keiner der Receiver durchsetzen. Die Uhr läuft aus. 18:22 verlieren die Paladins gegen die Kontrahenten aus dem Norden.
Damit ist die Premiere nicht so geglückt, wie man sich das vorgestellt hat. Die erste Niederlage seit über einem Jahr steht im Buch. Doch wenn man es positiv sieht, hat man gezeigt, dass man in der GFL 2 mitspielen kann. Jetzt werden erst einmal alle Augen auf Rostock gerichtet, die am 12. Mai in die Jahnkampfbahn kommen und nach der Niederlage in Langfeld nicht noch einmal den Weg für 0 Punkte auf sich nehmen wollen. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zuschauen und sage Peace out.